Mal feuern Bundeswehrsoldaten mit dem Raketenwerfer Mars 2 einen neuen Munitionstyp ab. Die GMLRS Unitary Rakete. Nur hier im Norden Schwedens darf in Europa diese Artilleriemunition gegen Bodenziele auf große Entfernungen verschossen werden. Der Vorteil ist, dass wir mit dieser Rakete erstmal eine unglaubliche Reichweite erzielen können. Das heißt, wir können wirken auf 84 Kilometer und wir wirken punktgenau. Das heißt, es ist ein Präzisionsmittel. Die Rakete ist gelenkt und ist in der Lage, eben verschiedenste Ziele hochgenau, hochpräzise auf sehr hohe Entfernungen bekämpfen zu können. Praxistest für die Truppe. Welches Leistungsvermögen hat die Munition wirklich? Bereits beim Beladen ist höchste Konzentration erforderlich. Jede einzelne 4 Meter lange Rakete wiegt über 300 Kilogramm. Knapp die Hälfte davon ist Explosivstoffmasse. Insgesamt 12 finden auf dem Raketenwerfer Platz. Raketenfeldwebel Tom Mörschner und seine Kameraden bilden zusammen eine Besatzung auf dem Mars 2. Seit Jahren eingespielt, sind sie diesmal trotz ihrer Erfahrung etwas aufgeregt. Ja, man ist schon ein bisschen nervös, gerade vor der Schussabgabe. Man sitzt drin und denkt, puh, hoffentlich klappt alles, hoffentlich spielt der Werfer mit, hoffentlich ist alles richtig eingegeben, hoffentlich stimmen die Koordinaten. Es gibt so viele Fehler, die da zusammenspielen können. Man ist innerlich noch so ein bisschen am Zittern und man fühlt sich ein bisschen wie beim ersten Schuss. Aufmunitioniert fährt der Raketenwerfer zum Abschusspunkt, nimmt seine Position ein. Warten auf die Schießfreigabe. 300 Meter entfernt in der Feuerleitstelle. Sie vermittelt zwischen der Operationszentrale und den Raketenwerfern. Von hier aus erfolgen die Feuerbefehle an die Marsbesatzungen. Alexander Mitsikaris und sein Team koordinieren, kontrollieren und korrigieren Daten und Abläufe. Das Schießen ist für uns insofern wichtig, dass wir jetzt die Ersten sind, die mit dieser Rakete wirklich schießen, also die erste Einheit aus der Truppe. Und so können wir erst mal sehen, ob welche Fehler entstehen, was Schwierigkeiten bereitet, wie gut das alles funktioniert, wie genau wir wirklich schießen können. Und das ist halt für uns erstmal das Interessante. Der Feuerbefehl ist erteilt, der Countdown läuft. 4, 3, 2, 1, Fire. Steil durchbricht die GMLRS Unitary die Wolkendecke. Erreicht eine Gipfelhöhe von 9000 Metern. Auf Monitoren verfolgen die Soldaten in Live-Übertragung den Abschuss mit. Major G. Ja! Super! 48 Sekunden ist die Rakete in der Luft, wird dabei ständig mitverfolgt. Anspannung bei den Verantwortlichen. Wie präzise wird sie einschlagen? Ein zielgenauer Einschlag 26 Kilometer entfernt, spürbare Erleichterung. Die Auswertung ist meines Erachtens nach brillant. Uns wird alles zur Verfügung gestellt. Wir können jeden Schuss nachbesprechen anhand von Radardaten, anhand von Bildmaterial. Wir bekommen auch das gesamte Auswertepaket mit nach Hause, sodass wir auch zu Hause in Deutschland weiterhin an der Auswertung arbeiten können und uns weiterhin in der Ausbildung optimieren können. Also kurzum, exzellent. Weitere 8 Raketen werden noch abgefeuert, verschiedene Wirkungsweisen der Munition somit erprobt. Im Zielgebiet machen sich die Soldaten ein Bild der Zerstörungskraft. Schiffscontainer, Fahrzeuge, Holzboxen. Was haben die Raketen getroffen? Wie effektiv haben sie gewirkt? Auswertung von Detonationen, Druckwellen und Splitterwirkungen. Erst vor Ort werden die Auswirkungen einer Explosion für die Teilnehmer unmittelbar deutlich.
Wir hatten hier ein Pickup in der Mitte als Zielmittelpunkt, rund um den Pickup Schützenscheiben. Die Absicht hier war es jetzt mit einem Annäherungszünder über 7 Meter, also 7 Meter über Grund, die Splitterwirkung der Rakete zu testen. Absicht war es definitiv, die Schützenscheiben um den Pickup zu bekämpfen und mit Splitterwirkung natürlich auch den Pickup. Und wie man anhand des Trefferbildes sehen kann, der Einschlag der Rakete ist knapp hinter dem Pickup, hat dann schräg nach oben in Schussrichtung ein gutes Stück vor dem Pickup dann in der Luft ausgelöst, so wie es sollte. Die Splitterwirkung ist schwerpunktmäßig nach vorne gegangen, plus Raketenteile. Und der Rundumsplitterradius hat dann auch die anderen Ziele, die wir aufgestellt haben, bekämpft. Also wir können hier sagen, das war ein absoluter Volltreffer. Das Erprobungsschießen mit GMLRS Unitary-Raketen hat der Truppe die gewünschten Erfahrungen gebracht. Die gelenkte Artilleriemunition erweist sich für den Raketenwerfer Mars II nun als geeignetes Kampfmittel. Ja, den hat's ein bisschen Blaster. Thank you.